Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute wollte ich euch mal meine Videosammlung zeigen, beziehungsweise meine Blu-ray-Sammlung, also meine Filmsammlung im Prinzip. Ich werde ja immer wieder gefragt, Mensch, was sind das alles für Filme, die du da hinten stehen hast? Oder du hast ja ganz schön viele Filme. Da muss ich mal sagen, das stimmt. Es gibt aber Leute, die haben sehr viel mehr Filme als ich. Es gibt aber auch natürlich sehr viele Filme, die das hier, sehr viele Filme. Es gibt aber auch sehr viele Leute, die das hier für übertrieben halten. Jetzt muss ich dazu sagen, das hier ist ja auch ein Stück weit mein Beruf und von daher macht das ja auch ein bisschen Sinn. So, ich wollte euch heute mal zeigen, was alles in meiner Sammlung ist, weil das ist das Erste, was ich mache, wenn ich in eine Wohnung reinkomme und da ist eine Video- oder eine Filmsammlung, dann gehe ich da hin und gucke, ja Mensch, was hat der denn alles? Wobei kleine Sammlungen finde ich persönlich interessanter, weil die mehr über den individuellen Geschmack des Filmbesitzers aussagen. Bei mir ist sehr viel, einen genauen Geschmack kann man da schwer festmachen. Das liegt daran, dass ich quasi alles gucke. Also hier sind auch viele Filme drin, wo man sagen würde, wie kann man nur? Aber da habe ich halt auch meinen Spaß dran. Ich werde nicht zu jedem Film was sagen. Auf den einen oder anderen gehe ich kurz ein. Ich werde auch nicht alle Filme heute zeigen können. Wir fangen jetzt einfach mal vorne an und gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann mache ich dann in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten den Rest. So, fangen wir erstmal an. Also das hier alles, das sind DVDs. Ich habe hier noch einen Rest DVDs. Da sind zum Beispiel Filme bei, die es nicht auf Blu-ray gibt oder wo ich einfach sage, das muss ich nicht unbedingt auf Blu-ray haben. Sowas gibt es auch. Oder halt Filme, die mir persönlich als dieses Medium etwas bedeuten, wenn die irgendwie geschenkt worden sind oder sonst irgendwas. Dann haben wir hier oben 3D-Filme. Auf die 3D-Filme gehe ich auch später erst ein. Hier sind ein paar Serien, auch darauf gehe ich später ein. Wir gehen jetzt einfach mal bei den Blu-rays. Also wir fangen bei den Blu-rays an und arbeiten uns da von hier oben nach da unten durch. Das Ganze ist alphabetisch sortiert. Ich weiß nicht, wie ihr eure Filme sortiert, vielleicht nach Altersfreigabe oder nach Genre. Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn wir schon dabei sind, wenn ihr Filme nach Genre einordnet, wo ordnet ihr beispielsweise Filme wie Lethal Weapon oder American Werewolf ein? Würde mich interessieren. Bei mir läuft das Ganze alphabetisch und Artikel, also der, die, das und the, sind ausgespart. Das heißt, The Conjuring ist bei C. Und der Anschlag bei A. So, jetzt ist alles klar. Dann fangen wir an. Und zwar bei A. Wobei A ist nicht ganz richtig, denn der erste Film ist Rec. Warum Rec? Weil der diesen Haken hier davor hat. Ja, diesen Haken. Das ist auch Teil des Filmtitels. Rec, eine spanische Produktion, spanischer Zombie-Film. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Super Film. Finde ich klasse. Es gibt auch ein amerikanisches Remake mit Fräulein Carpenter aus der Dexter-Reihe. Der heißt dann Quarantäne. Der gefällt mir nicht so. Ich habe Rec 1 und ich habe Rec 4. Apokalypse. Warum habe ich nicht Rec 2 und 3? Weil die scheiße sind. Nein, sind sie nicht. Hat sich einfach nicht ergeben. Ich habe den vierten rezensiert damals. Den ersten habe ich mir gekauft und 2 und 3 habe ich nicht. Dann haben wir hier schon den ersten Film aus der Rubrik Wie kann man nur 00 Schneider. Das ist eine selbstgedruckte Hülle, weil da sind nämlich einmal Nihil Baxter, das ist der erste Film auf DVD. Und dann haben wir hier noch 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse. Finde ich klasse, ich mag Helge Schneider sehr gerne. Dann haben wir hier 10 Cloverfield Lane. Der erste Film nach Cloverfield, der im Cloverfield-Universum spielt. Obwohl, er hat nicht wirklich viel mit Cloverfield zu tun, ist aber meines Erachtens ein sehr stimmungsvoller Thriller. Dann haben wir 7 Zwerge. Bin ein großer Otto-Fan. Den Film habe ich sogar im Autokino gesehen, im Double Feature mit The Village. Passt wunderbar zusammen. Irgendwie. Der 13. Krieger mit Antonio Banderas muss ich auf jeden Fall empfehlen. Super Film. Basiert auf einem Roman von Michael Crichton, Die ihre Toten essen. Ein ganz toller Wikingerfilm. Großartig. Gucke ich unheimlich gern und immer wieder. Absolute Empfehlung. Dann haben wir 28 Days Later und 28 Weeks Later im
Double Feature, auch Zombie-Film mit Christopher Eccleston, dem neunten Doktor, der erste, also 28 Days Later. Dann haben wir 300 oder 302 müsste das eigentlich sein. Rise of an Empire, der zweite Teil. Den ersten Teil habe ich hier unten in einem Steelbook stehen, der steht separat. Der zweite Teil gefällt mir persönlich nicht so gut, aber er hat Eva Green, das ist schon mal ein Vorteil. Dann auch absolutes Highlight, 1984 mit John Hurt nach dem Roman von George Orwell. Auch hier, Film ist gut, Roman ist aber um Längen besser, muss ich auf jeden Fall. Das ist einer der Romane, wenn ihr auch nicht viel lest, den Roman solltet ihr gelesen haben. Und hier John Hurt. Ich habe immer gedacht, dass Sean Bean der Spoiler auf zwei Beinen ist, weil er bei jedem Film stirbt. In Wahrheit ist es aber John Hurt. Also John Hurt stirbt in Relation sehr viel häufiger in seinen Filmen. So, dann 2001 Maniacs, das Remake des Herschel Gordon Lewis Klassikers mit Robert Englund, das ist Freddy Krüger. Gefällt mir persönlich auch sehr gut, besser als das Original. Das ist wieder mal der Beweis, dass Remakes besser sein können als das Original. Und ich greife schon mal vor, weil es ist gerade bei Filmen von Herschel Gordon Lewis häufig so, dass das Remake besser ist als das Original. Hier von meinem Freund Marcel Wals, Bloodfeast, auch ist besser als das Original von Herschel Gordon Lewis, obwohl geschnitten. Auch hier Empfehlung. So, wo waren wir? Bei 2012, die Älteren werden sich erinnern. Oder, nee, was heißt die Älteren? So lange ist das ja noch gar nicht her, da ist die Erde untergegangen. Der ein oder andere wird es vielleicht noch wissen und Roland Emmerich war es schuld, hat alles kaputt gemacht. Auch so ein Film, der ist nicht besonders gut, aber sowas gucke ich hin und wieder auch mal ganz gerne. Den habe ich, glaube ich, für 5 € mal mitgenommen im Steelbook. Den gab es bei einer Ladenauflösung in Köln. So, hier einer meiner neueren Filme, A Cure for Wellness. Habe ich in der Aktion für 5 € auch mitgenommen, erst letzte Woche und habe ihn noch gar nicht gesehen. Aber freue ich mich schon drauf. Ist auf meiner Watchlist. Dann A Million Ways to Die in the West von Seth MacFarlane. Super Film. Ich find das einfach geil. Klar ist der hohl und doof und übertrieben, aber zum Lachen einfach geil. Also ich gucke sowas, gucke ich unheimlich gern. Dann haben wir hier das A-Team, den Film. Serie dürfte bekannt sein. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Serie damals nicht geguckt. So, dann Nightmare on Elm Street. Komplette Reihe als UK-Import. Warum? Weil das damals, als ich den gekauft habe, in Deutschland noch indiziert war. Mittlerweile ja nicht mehr. Hier sind alle 7 Filme drin. Dann das Nightmare on Elm Street Remake. Und da muss ich jetzt mal eine Lanze brechen. Kommt natürlich nicht ans Original ran, aber ich finde, Jackie O'Lahey macht eine super Figur als Freddy. Ich fand den Film auch eigentlich ganz gut. Und was mir hier gut gefallen ist, ist, wie Freddy erklärt wird, beziehungsweise, dass nicht eindeutig ist, ob Freddy nicht vielleicht unter Umständen unschuldig ist. Dann haben wir hier Ab in den Dschungel. Die Fortsetzung von Projekt Babysitting, eine französische Komödie, auch super witzig. Da habe ich einen Trailer gesehen und habe gesagt, den muss ich haben. So, dann haben wir hier die Abenteuer des Huck Finn von, ja, nach der Geschichte von Mark Twain, von Hermine Hundgeburt. Die Fortsetzung von Tom Sawyer. Tom Sawyer fand ich persönlich nie so gut. Huck Finn war immer mein Held. Deswegen Tom Sawyer habe ich auch nicht. Aber der Film ist auch nicht schlecht. Dann noch so ein Film zum Fremdschämen. Abraham Lincoln, Vampire Hunter, auch als Importversion. Warum? War billiger. Ich glaube, mit Versand hat er, glaube ich, 5 € gekostet. Dann haben wir hier Agent 00 Nix. Ja. Das ist Bill Murray-Fan, aber naja. Dann haben wir hier Akte X, Jenseits der Wahrheit, der zweite Kinofilm.
Da ging es quasi, das war das erste Mal, dass nach dem Ende der Serie die beiden, also Mulder und Scully, wieder zusammengekommen sind. Und hier hat Benjamin Völz völlig zu Recht eine höhere Gage gefordert. Die wollte man ihm nicht geben. Also haben wir einen anderen Synchronsprecher für Mulder. Das macht das Ganze kaputt. Ich finde es aber trotzdem cool, dass Benjamin Völz das durchgezogen hat, weil Synchronsprecher in Deutschland kriegen einfach nicht die Aufmerksamkeit und nicht den Lohn oder das Gehalt, was sie meiner Meinung nach verdienen. Einige von denen leisten echt gute Arbeit. Benjamin Völz ist einer davon. Wie scheiße es ist, wenn man ihn nicht hat, kann man hier sehen. Dann Alarm im Weltall, Forbidden Planet. Hier, das ist die nackte Kanone. Leslie Nielsen, Science-Fiction-Klassiker. Dann Alexander Revisited, das ist Alexander der Große von, ja, wer war es? Wer hat es gemacht? Oliver Stone. Finde ich persönlich etwas zu lang. Trotzdem Film, den man sich immer wieder anguckt. Jetzt kommt ein Highlight. Für viele der beste Film aller Zeiten, Der unsichtbare Dritte von Alfred Hitchcock. Finde ich persönlich gar nicht so toll. Ist ein guter Film, keine Frage, aber finde ich persönlich überbewertet. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsfilme, mein Lieblingsthriller aller Zeiten, Psycho, auch von Alfred Hitchcock. Einer der Filme, die man unbedingt gesehen haben muss. Und das ist auch einer von den Filmen, die mir heute immer noch Angst machen. Super, super toll. Das Remake kann man übrigens in die Tonne kloppen, ist total überflüssig. Ja, Alice im Wunderland, Tim Burton, macht auch nicht nur gute Filme. Wobei es Geschmackssache. Alles, was ich hier mache, ist Geschmackssache. Ja, jeder Film hat seine Daseinsberechtigung. Sogar Robin Hood von Oliver Krieger. So, dann haben wir hier Amazon auf dem Mond. Habe ich gerade erst ausgepackt. Super Film. Gefällt mir auch sehr gut. Wobei ich persönlich den Vorgänger Kentucky Fried Movie mehr mag. Dann haben wir hier ein Beispiel dafür, wie man es falsch macht. Alien vs. Predator 1 und 2. Im Blu-ray-Doppelpack, da habe ich die DVDs verkauft, die hatte ich in der Limited Cine Edition und dafür habe ich jetzt diese Blu-ray gekriegt. Und der zweite Teil ist hier nur in der Kinofassung drauf, auf der DVD war er noch in der Langfassung und außerdem ist das Bild gerade vom zweiten Teil so dunkel, dass man kaum was sehen kann. Also das ist eine der Blu-rays, wo ich wirklich bereue, dass ich die DVD weggegeben habe. So. Alles unter Kontrolle, französische Komödie mit den beiden oder zwei der Hauptdarsteller aus Monsieur Claude und seine Töchter, den ich übrigens sehr empfehlen möchte, den hier wiederum nicht so. Dann haben wir Als der Weihnachtsmann vom Himmel fiel nach Cornelia Funke. Ich bin ein sehr großer Weihnachtsfan, deswegen sind hier auch so viele Weihnachtsfilme drin. Auch schöner Film für die Zeit. Jetzt kommt ein Titel aus der Rubrik Wie kann man nur? Angriff der Lederhosen-Zombies. Ja, Heide Witzka, doch, muss ich sagen. Der ist gut. Kann man gucken, macht Spaß. So, und dann der letzte für heute, auch ein absolutes Highlight: American Werewolf in London. Super toller Film von John Landis. Sein Sohn Max Landis ist gerade an einem Remake dran. Warum weiß keine Sau. Dieser Film, absoluter Klassiker, Horrorkomödie vom Allerfeinsten. So, ich würde sagen, das war's dann für heute. Nächstes Mal machen wir dann die zweite Reihe. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann macht unten den nach oben. Schreibt mir was in die Kommentare und wenn ihr den Rest sehen wollt, dann abonniert mich am besten, dann verpasst ihr es auch nicht. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Aufmerksamkeit. Euer Michael Speyer.